Zurück bei Standort Berlin mit Professor Schiess, der Botschafter von Taiwan, und Jens Köppen, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied der Freundesgruppe Berlin-Taipeh im Deutschen Bundestag. Herr Professor Schiess, ja. WHA ist so ein Abkürzel, das ist aber ganz wichtig. Da geht es um Seuchenbekämpfung. Ja. Und da sind Sie auch nicht mehr dabei. Nein, wir werden genauso ausgeschlossen wie beim ICAO, Zivilfluggesellschaftsassoziation. Und WHA heißt ja Weltgesundheitsgeneralversammlung oder WHO, Weltgesundheitsorganisation. Und es geht darum, sozusagen gemeinsam international, global Bekämpfung der Seuchen, also länderübergreifenden Krankheiten. Da wird ausgerechnet Taiwan ausgeschlossen, weil China das nicht will. Aber das ist ein Schneiden ins eigene Fleisch für die ganze Welt, wenn das gehen soll. Und das ist jetzt passiert. China hat darauf bestanden, dass Taiwan ausgeschlossen wird. Und wahrscheinlich ist denen dann gelungen. Und WHA heißt dann in diesem Fall, wer hat Angst? Wer hat Angst? Die ganze wird so eigene Angst haben. Ich habe zum Beispiel Angst, dass irgendwo ein Kontrollglied fehlt, um es deutlich zu sagen. Ja, ja. Und warum will Peking nicht, dass sie in der Weltgesundheits- oder in dieser Organisation sind? Ja, die haben das macht doch Sinn. Die haben nicht, dass sie dabei nicht sind, sondern dass sie dabei sind. Nein, ist mir schon klar. Die Chinesen haben eine ganz, ganz hundertprozentige politische Begründung angegeben. Die haben gesagt, aufgrund dieser Ein-China-Politik, da ist Taiwan ein Teil von China und dieses China, die Volksrepublik China, das stimmt ja gar nicht. Das ist absurd. Ja? Aber wir haben jetzt bis jetzt, heute haben wir den 20. Mai. Am 8. ist sozusagen Schluss mit der Online-Meldung. Wir haben bis jetzt keine Einladung bekommen. Das bedeutet, es ist den Betonköpfen in China gelungen, aber nicht mit einer Gesundheitswesensbegründung, sondern mit einer politischen Begründung. Kleiner Tipp, gucken Sie nachher mal auf Ihr Handy. Vielleicht ist da eine Einladung gerade gekommen. Das, also, hat gebombt. Ja, würde mich sehr freuen, wenn das... Aber es ist damit ernsthaft nicht zu rechnen, ja. Ne? Nee. Und auch da muss man Druck setzen. Bundesregierung ist da machtlos, auch in diesem Punkt? Ich würde es nicht auf ein Land in Europa beziehen. Wir müssen als Weltgemeinschaft einfach dafür sorgen, dass solche Länder Mitglied in den entsprechenden Organisationen sind. Es kann ja nicht sein, dass der Vatikan das einzige europäische Land ist, das mit Taiwan diplomatische Beziehungen hat. Das ist absurd. Darf ich dann mal kurz? Dann soll man ein Beispiel eine Scheibe vom Vatikan abschneiden, was Vatikan kann Mutti auch. Muss der andere Mutti ist Frau Merkel, nicht unsere Bundeskanzlerin. Das habe ich nicht gesagt, ja. Ja, aber sie tut es ja nicht. Vielleicht hat sie keinen Appetit darauf, sich das, also wir man muss ja dazu sagen, dass es auf der Arbeitsebene gute Beziehungen gibt. Ja. Es gibt hervorragende wirtschaftliche Beziehungen zu Taiwan. Ich glaube, im gesamten asiatischen Raum ist Taiwan der fünftgrößte oder viertgrößte Handelspartner. Ja. Hinter Indien, aber noch vor... Nach China, nach Japan, nach Korea, nach Indien. Ja. Genau. Sie lassen sie ja sogar in China produzieren. Und die wenigsten wissen, dass sie alle taiwanesische Computer haben. Asus, Acer, HTC. Alles taiwanesisch. Also diese Beziehungen, die nehmen wir gerne. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch mal den zweiten Schritt gehen. Ich kann ja viele diplomatische Geflogenheiten, kann ich ja noch begründen, dass die Führungsspitze nicht mit der Führungsspitze in Taiwan zusammentreffen darf. Das ist mal so verabredet worden. Damit kann man vielleicht noch eine gewisse Zeit leben. Also es ist für mich eigentlich unverständlich, aber es zählt ja für alle. Aber auf der Arbeitsebene muss der Austausch schneller kommen. Zwischen den Abgeordneten funktioniert das, es sind Freundesgruppen auf beiden Seiten. Aber wir müssen endlich dazu kommen, dass das Verhältnis normalisiert wird und dass wir auch als Deutschland zeigen, eine Parlamentariergruppe Deutschland-Taiwan ist selbstverständlich und so selbstbewusst, dass sie nach Taiwan fährt, wann sie das möchte, was wir auch natürlich machen, dort eingeladen werden, aber auch Freunde von dort empfangen und ganz normale diplomatische Beziehungen zwischen unseren beiden Parlamenten pflegen. Das ist der erste Schritt. Das ist das, was wir leisten können. Und dann muss die Bundesregierung auch nachziehen, Schritt für Schritt mit den einzelnen Ressorts nach Taiwan zu fahren und zu sagen, wir machen hier Abkommen und sich natürlich auch bei den Vereinten Nationen einsetzen dafür, dass solche Länder letztendlich die volle Mitgliedschaft dann erhalten. Vielleicht noch nicht gleich bei der UN, aber zumindest bei den Gremien, die wir eben genannt haben. Sie machen Druck im Bundestag, dass es passiert. Was passiert denn mit dem neuen Präsidenten Trump? Der hat gleich zu Beginn gesagt, also
So ganz klar war das nicht, was er meinte. Ja. Ein-China-Politik oder zwei Chinas oder was auch immer. Was will der denn? Also mir ist bekannt, ich bin mir dessen bewusst, dass Trump in Deutschland nicht gerade das beste Image genießt. Dennoch muss man sagen, als Taiwaner, als Botschafter von Taiwan, dass das, was er gesagt hat, uns aus der Seele gesprochen hat. Nämlich diese Ein-China-Politik seit 1971 überartete ist. Man müsste eigentlich, wenn man bedenkt, dass Taiwan in dieser Zeit, als diese Ein-China-Politik festgelegt wurde, noch mit dem Kriegsrecht regiert wurde, das war 1971, erst 16 Jahre später wurde das Krieg aufgehoben. Und inzwischen haben wir direkt gewählte Präsidentin, haben wir direkt gewähltes Parlament. Und man erwartet von uns immer noch, dass wir uns gebunden würden an diesen an diese Auslaufmodell. Ich kann vielleicht, so der Trump die Deutschen nicht überzeugt haben. Dann lassen wir mich hören, was Immanuel Kant im Jahr 1784, also 5 Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, gesagt hat. Er hat gesagt, ein Zeitalter kann sich nicht verbinden und darauf erschweren, das Folgende in einem Zustand zu sitzen, darin es ihm nicht möglich werden sollte, seine Erkenntnisse zu erweitern, von Irrtümern zu reinigen und überhaupt in der Aufklärung fortzuschreiten. Wir könnten jetzt philosophisch alle diskutieren. Das ist genau das, was du ausdrücken kannst. Man kann nicht erwarten, dass man von uns noch erwartet, dass wir uns gebunden sind, wie was vor 40 Jahren. Darf ich nochmal zurückkommen auf Trump? Sie haben gesagt, der hat etwas gesagt, was uns eigentlich aus der Seele gesprochen hat, aus dem Herzen. Und dann aber ein paar Stunden später hat er das wieder anders gesagt. Wo ist er denn heute? Das endet. Er hat mehrmals sich anders überlegt und so weiter und artikuliert, was er vorher gesagt hat. Das endet aber nicht an der hundertprozentigen Wahrhaftigkeit, was er da gesagt hat und seine Leute gesagt haben, nämlich diese eine China-Modell ist ein Auslaufmodell. Wenn ich auf die Karte gucke und sehe, was da passiert durch die chinesischen Streitkräfte, Inselausbau und dergleichen, Sie liegen da mittendrin. Wie sehr fühlen Sie sich denn bedroht durch die Aufrüstung? Also früher, es gibt ja zahlreiche Raketen, die aufgestellt Richtung Taiwan. Ja. Wir haben auch früher gab es noch eine Insel, Kimoi, nicht? Ja, da beschoss man sich gegenseitig. Die Insel gibt es noch nicht, die gibt's noch, die Schießereien gibt es nicht mehr. Die ganzen Werte, die Europäer, die EU, die ärgern sich, die regen sich auf wegen dieser Raketen von Nordkorea, von Kim Jong-un. Aber man muss immer dabei bedenken, die Chinesen haben über 1000 Raketen aufgestellt Richtung Taiwan. Die haben in letzter Zeit auch noch versucht, ihren Flugzeugträger nach Taiwan zu schicken. Was die da noch gemacht haben, hätten die Amerikaner nicht ein bisschen dagegen protestiert, dann hätten sie so einen Taiwan auch umzingert mit ihren Kriegsschiffen. Das heißt, die wollten mit den Kriegsschiffen in ihre Sicherheitszone fahren? Ja, das haben sie schon mal versucht. Die haben ganz ruhige Losung, aber in ihren Nachrichten haben sie bekannt gegeben, wir haben Taiwan umzingert mit unseren Kriegsschiffen und Flugzeugträgern. Wir kleiner Demokratie, wir haben nicht mal einen Hosenträger. Und die haben schon zwei Flugzeugträger. Dafür aber bauen sie die besten Computer. Ja? Ja. Aber wir sind kurz, stolz jetzt mal auf unsere Demokratie. Zu der Frage, wenn das so ist, dann ist es ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Ist das der Bundesregierung eigentlich bewusst, was da sich abspielt, sicherheitspolitisch? Es ist wahrscheinlich der ganzen Welt bewusst. Also das darf man auch nicht kleinreden. Wie gesagt, wir reden über Nordkorea, wir reden über die Türkei, wir reden über Ungarn, wir reden über die Ukraine. Überall sind angeblich Autokraten unterwegs. Ja? Und da sind wir sehr am Schimpfen. Die gesamte westliche Welt, ich will das nicht auf Deutschland immer beziehen, sondern die gesamte westliche Welt regt sich darüber tierisch auf, was da alles passiert. Und aber mal einen Staat zu unterstützen, der wirklich mittendrin ist, in der Gefahrenzone und ein demokratischer Anker ist. Und wie geht eine Unterstützung? Ich sage mal mit kleinen, manchmal Tippelschritten, dass wir als erstes, das haben wir gemacht, den Freundeskreis Berlin-Taipei umgenannt in Parlamentariergruppe Deutschland-Taiwan. Das sind kleine Schritte. Dass nicht der Repräsentant heißt, sondern wenn ich ihn sehe, ist es für mich der Botschafter. Und am Gendarmenmarkt ist es die Botschaft. Oder U-Boot, ja, ne? Und der Grundbotschafter. Genau. Das sind alles kleine Sachen. Natürlich wird sich auch eine Regierung in China darüber mächtig aufregen, genau wie über die Wahl vor einem Jahr. Wir waren ja dort gewesen. Ja? Also demokratischer kann es gar nicht zugehen, wie die Feierlichkeiten eines demokratischen Regierungswechsels sind. So könnte man sich ja sogar in einigen
gewachsenen Demokratie eine Scheibe abschneiden, wie beide Präsidenten, also der alte Präsident Ma und die neue Präsidentin, auf die Bühne gegangen sind, die Regierungsübergabe ganz öffentlich gemacht haben für die Weltöffentlichkeit sozusagen. Und das sind so Dinge, wo wir sagen müssen, jetzt sind wir dran, Normalität Schritt für Schritt reinzubringen. Zu sagen, wir setzen uns bei der UN dafür ein, dass wir zur Weltgesundheitsorganisation gemeinsam gehen, zu ICAO, bei Interpol zusammenarbeiten oder bei der Klimaschutzkonferenz und so weiter. Das sind, also das sind diese normalen Wege und Möglichkeiten. Absolut. Kommen wir nochmal aufs Thema Taiwan-Beziehungen auf wirtschaftlicher Ebene. Ich habe eben schon gesagt, HTC, Acer, also ich weiß gar nicht, was sie sonst noch alles auf den deutschen Markt bringen. Schönes Fahrrad. Ja, alles wunderbar. Gibt es da auch Einflussnahmen der Chinesen, die sagen, das dürft ihr nicht mehr in dem Umfang machen? Oder läuft das bisher ungestört? Die haben, doch, es wird immer gestört. Die haben versucht zum Beispiel, wenn wir unsere Aussteller zum Beispiel aus Taiwan an ihren wichtigen Messe teilnehmen, die haben immer versucht, den Stein in den Weg zu legen. Entweder dürfen sie den Namen Taiwan nicht benutzen oder versuchen dann in eine andere Ecke zu drücken. Ich möchte vielleicht ganz genau darauf hinweisen, dass die Chinesen auch versucht haben, die Deutschen befürchten immer, dass sozusagen fremde Einflüsse nach Deutschland reingeschraubt werden, um sozusagen die Wahlergebnisse zu manipulieren zum Beispiel. Die Chinesen haben genau das Gleiche gemacht. In den letzten 8 Jahren, also von 2009 bis 2016, ist Taiwan jedes Mal eingeladen worden vom WHA. Und warum wird diesmal Taiwan nicht eingeladen? Weil es einen Regierungswechsel gegeben hat. Leider ist unsere Sendezeit um. Ein spannendes Thema. Wir werden darüber weiter diskutieren müssen, denn das ist eine sehr spannende Frage. Unter Ihrer neuen Präsidentin, das heißt, sie ist jetzt heute ganz genau ein Jahr im Amt. Ja? Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Botschafter, dass Sie da waren. Professor Xi ist der Vertreter von Taiwan in der Bundesrepublik oder auch der Botschafter. Ja, und bei Jens Köppen von der Parlamentariergruppe, jetzt sage ich es mal korrekt, Bundesrepublik Deutschland und Taiwan. Richtig? Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Und kämpfen Sie weiter dafür, dass Taiwan eine demokratische Republik bleibt. Ja. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Ich nehme an, Sie haben ein ganz großes Stück heute mehr Wissen über Taiwan bekommen, als Sie es vorher hatten. Und dafür herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin, herzlichen Dank und tschüss.